Moin Moin und herzlich willkommen zum Ferngespräch bei Eigentümlich Frei. Ich heiße Luis Patzos und meine Leitung geht heute ins Münchner Umland zu Eva Braukmann. Hallo Eva. Hallo Luis, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Kurz zu deiner Person, damit die Zuschauer das Ganze ein bisschen einordnen können. Du bist verheiratet, Mutter zweier Kinder, arbeitest seit vielen, vielen Jahren in der IT-Branche. Vor allem aber bist du Blogger, Podcaster, Kollegin, was natürlich schon mal sehr sympathisch ist, und im doppelten Sinne Österreicherin. Man hört es ein bisschen raus und das war ja auch der Grund, hier dich einzuladen. War diese Einordnung erstmal korrekt soweit? Absolut korrekt. Ich möchte noch hinzufügen, Finanzblogger-Kollegin. Gibt ja ganz viele Themen, aber ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Interesse gefunden. Wir haben ja nicht nur ein gemeinsames Interesse, sondern daher kennen wir uns ja, wir hatten schon zweimal eine gemeinsame Aufnahme. Auf die erste kommen wir sicher später nochmal. Und die zweite gemeinsame Aufnahme, das war der Grund, auch dich einzuladen, weil vorher war mir deine, wie soll ich sagen, deine doppelte österreichische Perspektive gar nicht so klar. Aber wir haben ja gemeinsam mit einem Landsmann von dir, dem Clemens Faustnammer, eine Podcast-Folge gemacht zum Thema John Law, dem berühmten Schotten und seinem ersten Papiergeldexperiment. Und als du dann Murray Rothbard zitiert hast, in dem Zuge, da wusste ich, die Frau lohnt sich auch nochmal, hier in diesem Kontext zu sprechen. Denn auch selber, wenn man Österreicherin ist, wahrscheinlich ist der Zugang zur österreichischen Schule, und das meinte ich eben als doppelte Perspektive, wahrscheinlich ähnlich schwierig zu gewinnen wie in Deutschland, oder? Ja, total. Also bei mir war das auch so, in Österreich ist es ja überhaupt kein Thema. Also die Vertreter der österreichischen Schule werden da überhaupt nicht so genannt. Also ich habe die selbst erst kennengelernt, da war ich ja so Anfang 30, so in die Richtung habe ich zum ersten Mal von der österreichischen Schule gehört. Kann ja nicht so lange her sein. Ja. Danke, Luis. Ein paar Jährchen sind es her. Ja. Aber es war halt kein Thema in der Schule, kein Thema während des Studiums, gar nicht. Also wird nicht zum Thema. Aber zumindest, glaube ich, in Österreich die ein oder andere Straße ist nach einem Vertreter benannt, oder? Und zumindest hier und da, auch in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, überhaupt gar kein Bezug. Ich meine, sind ja immerhin historische Figuren des Landes. Also ich habe ja Medientechnik studiert, also es war ein technisches Studium. Deswegen kann ich da über den Wirtschaftsteil wenig sagen und was da an der Uni nochmal gelehrt wird. Aber wenn man jetzt richtig die Ökonomen rausnimmt, also die österreichische Schule ist ja so eine interdisziplinäre Schule, auch mit verschiedenen Vertretern von verschiedenen Disziplinen. Aber wenn man jetzt die Ökonomen rausnimmt, Hayek, Mises, Karl Menger und so, also da sind mir jetzt noch keine Plätze bewusst, aber vielleicht kennst du ja Österreich oder Wien da bei einigen Plätzen besser als ich. Ich meine, ich wäre mal in Innsbruck über einen Österreicher gestolpert, nach dem Platz benannt worden, eine Straße. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber wer weiß. Vielleicht habe ich mich da jetzt auch vertan, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich hätte das seinerzeit hat. Aber hat mich auch verwundert, auf jeden Fall. Ja, das ist ja durchaus nicht so gängig. Du sagst, du bist erst relativ spät auf die österreichische Schule gestoßen. Gab es denn da einen konkreten Anlass für oder wie kam das? Na, ich muss sagen, am Anfang, ich wusste, mir war nicht klar, dass so viele Schriftsteller auch Vertreter oder Teilhaber sind von der österreichischen Schule. Also mir war schon immer das Wien des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ich war schon immer fasziniert von dieser Zeit, habe sehr viel gelesen von Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, auch von Hugo von Hofmannsthal und dergleichen. Also die haben mich schon immer fasziniert und mich hat damals auch so diese Kaffeehausatmosphäre total mitgerissen und ich fand es super spannend, wie Stefan Zweig die Welt von gestern auch beschrieben hat. Mir war aber nie klar, dass er Teil war der österreichischen Schule und das sehr viel auch beschrieben hat, wie das damals auch ablief, wie die Leute auch diskutiert haben und sich informiert haben und was das eigentlich für eine freie Zeit war damals und dass es eigentlich viel auf die österreichische Schule zurückgeht und auf deren Vertreter. Okay.
Und Ja. genau, wie bist du dann konkret auf Bücher gestoßen oder Also ich habe halt immer da, über weitere, über, also ich meine, letztendlich natürlich assoziiert man das, oder also zumindest ich, schon mit recht ökonomienahen Autoren, natürlich mit Mises so als Leuchtfeuer, muss man schon sagen. Und ja, Leitfigur, muss auch sagen, war für mich auch ein sehr, sehr einflussreicher Denker. Bisschen dann auch Naja, über den Zweig dann gegangen und dich damit auch ein bisschen beschäftigt. tatsächlich, also wenn wir jetzt wirklich von den Anfang her gehen, also so als Teenager und dann auch so ein bisschen älter, habe ich tatsächlich, also wenn man zum Beispiel Die Welt von gestern von Stefan Zweig liest, dann kommt man da nochmal rein in dieses Gold, an diesen Goldstandard, wie die Welt damals war. Und er beschreibt es halt sehr gut, weil er halt auch die Menschen damals beschreibt, wie sie langfristig halt gedacht haben, wie sie gespart haben und wie sie auch finanziell unabhängig werden konnten, weil es damals einerseits die Inflation jetzt nicht so stark war noch und andererseits halt es möglich war zu sparen und es gab halt auch sehr geringe Steuern von 10% damals und er beschreibt diese Welt halt als eine Welt, in der man halt, wenn man über Jahrzehnte gespart hat, dass man dann halt auch fürs Alter vorsorgen konnte, unabhängig war, Risiken eingehen konnte. Und das alles hat mich schon sehr fasziniert, obwohl er jetzt eigentlich kein Ökonom ist. Und die ganzen Ökonomen habe ich eben erst kennengelernt und die österreichische Schule an sich habe ich eben erst kennengelernt, so mit Anfang 30. Das war halt über einen sehr guten Freund, der hat schon, der ist mit 15 nach Amerika gegangen und hat dort studiert und ist dann mit, weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20 zurückgekommen und hat mir erzählt, hey Eva, du bist ja Österreicherin, hast du schon mal was von österreichischer Schule gehört? Und ich glaube, da sind ganz viele eigentlich auf die österreichische Schule eigentlich erst gestoßen durch jemanden, der halt im Ausland viele Jahre verbracht hat. Und ich wusste eigentlich nicht, was die österreichische Schule da so bedeutet. Und er hat mir dann halt erzählt von einem Ökonomen, von Ludwig von Mises und dergleichen. Und hat mir dann halt immer ein paar Bücher empfohlen und auch immer ein dickes Buch mal so, so zugeschoben, nämlich Atlas Shrugged von Ayn Rand. Und ich konnte damit jetzt nicht wirklich viel anfangen mit der Ayn Rand und habe das halt immer wieder herumliegen lassen. Und irgendwann, da war ich dann schwanger, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wie das halt so ist beim ersten Kind, beim zweiten ist es hier wieder ganz anders, aber beim ersten Kind war ich halt schwanger und hatte etwas mehr Zeit. Da war ich halt dann so, ja, weiß nicht, 32, 33 und habe halt mir die Ayn Rand hergeholt und habe darin gelesen. Und ich fand das auf vielen Ebenen so ein bisschen befremdlich, weil ich dachte, ja, also ich habe diese Welt überhaupt nicht verstanden. Warum wurden die Unternehmer so glorifiziert? Warum wurden Künstler und auch Schriftsteller oft so, ja, so nutzlos eigentlich so dargestellt? Und ich fand das eigentlich sehr befremdlich. Ich hatte noch nie so von so dieser Welt erfahren und habe mehr und mehr gelesen, habe es auch bis zum Ende durchgelesen, weil so eine dicke Schwarte ist. Aber irgendwas hat mich so daran fasziniert und ich muss sagen, das Buch hat ganz langsam in mir gearbeitet. Ich habe mich über Ayn Rand informiert und über die anderen Ökonomen, habe dann Bücher auch gelesen von Ludwig von Mises, habe mich mit Karl Menger Biografien da auch, oder ja, Biografien beschäftigt auch von Karl Menger, habe immer mehr Podcasts dann gehört, habe mich mit meinem Freund, also dem Bekannten da auch noch immer stärker ausgetauscht, der war auch ganz. Der hat sich auch gefreut, dass ich endlich das Buch lese. Hat mir damals auch schon von Bitcoin erzählt und ich habe immer gesagt, ja, das interessiert mich alles nicht, Spekulationsobjekt und wie das halt so ist. Und habe halt mich aber mit Ayn Rand dann halt stärker beschäftigt und fand das halt ja eine faszinierende Denkrichtung und bin dann auch immer später immer drauf gekommen, dass halt viele Autoren, die ich gelesen habe, wie zum Beispiel Stefan Zweig oder alle sich beziehen, eben auf die österreichische Schule waren und auch Teil waren der österreichischen Schule. Und dann hat es irgendwann mal so Klick gemacht und wurde total reingezogen und fand das total toll. Warst du drin im Universum, ja? Dann war ich drin im Universum, genau. War das eigentlich parallel oder vor oder nachgelagert, nachdem du dein Interesse für Finanzen entdeckt hast? Weil das ist ja nun so eine zweite Säule. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und die ja auch nicht selbstverständlich ist, weil, ja, sag mal, so ein Stück weit Ökonomie-Legasthenik haben wir ja nun in Deutschland und Österreich wahrscheinlich auch, so wie ich das immer mitbekommen habe. Und Ähnliches gilt ja auch für
so dieser ganze Themenkomplex Finanzen? Ja, also das kam eigentlich dadurch, dass ich schon immer irgendwie was nebenberuflich schaffen wollte und vielleicht auch mal selbstständig werden wollte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann man machen neben einem fordernden Beruf und auch noch zwei Kindern? Da müsste halt immer irgendetwas sein, was ich halt etwas flexibler unternehmen könnte. Und dann dachte ich, dass ein Blog sehr gut funktionieren würde. Ich hatte auch schon andere Dinge gestartet, die sind alle nichts geworden. Ein YouTube-Channel habe ich zum Beispiel auch mal gestartet mit Kinderliedern und wir haben gemeinsam mit Kindern Lieder gesungen. Aber das war, also jeder, der kleine Kinder hat und mal einen Drehtag macht mit denen, das ist, also es waren nicht meine Kinder, es waren ja andere Kinder, die wir dafür gecastet haben. Aber das war so anstrengend. Und man dachte, okay, nee. Dann lieber Finanzen, ja. Dann lieber komplexe Derivate-Strategien, das ist einfach. Ja, also wirklich. Und dachte, okay, nee, das, ja, und dann dachte ich halt eben, dann wäre Finanzen, das ist ja das Zweite, was mich halt wirklich, das, ich weiß nicht, das interessiert mich halt einfach. Also ich habe, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu Zahlen und war auch gerade selbst dabei, vorzusorgen und dachte, okay, dann kann ich halt eigentlich auch so einen Finanzblog starten und habe dann mich spezialisiert auf die Zielgruppe Familien und im Speziellen auf Frauen und habe viel geschrieben über ETFs, über Versicherungen, über Vorsorge, über auch Kaufen oder Mieten, was macht mehr Sinn. Also alles so Themen, die halt Familien und junge Familien auch gerade derzeit sehr stark bewegen. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich dann auch andere Blogger natürlich gelesen und habe dann einen Blogger auch angeschrieben, der noch einen Podcast-Partner sucht. Und wir haben dann gemeinsam einen Podcast gegründet, den Meine Mäuse-Podcast. Und daneben habe ich halt diesen Finanzblog auch noch gemacht. Und je weiter ich eigentlich eingestiegen bin in dieses Finanzthema, also Inflation war schon immer ein großes Thema für mich. Also schon ohne Blog und allem drum und dran, als ich 2% Inflation gehört habe und mir durchgerechnet habe, okay, wenn ich mal 70 bin, dann habe ich ja quasi gar nichts mehr, wenn ich spare. Habe ich dann selbst investiert und natürlich auch mich noch mehr und stärker beschäftigt, auch mit dem Blog und mit dem Finanzthema. Und je mehr ich dann draufgekommen bin, mich damit mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich halt verstanden, wie schwierig es ist, eigentlich sich fürs Alter vorzusorgen, wie schwierig es ist zu sparen, dass die Rente halt wirklich nicht mehr Existenz ist für unsere Generation. Und also ich habe langsam ein bisschen gezweifelt. Ich habe halt immer mir überlegt, wie kann ich finanziell unabhängig werden, wie kann ich sparen, wie kann ich ein ETF-Portfolio aufbauen, wie kann ich die Rentenlücke schließen, alles drum und dran. Aber in dem Moment, wo ich mich so stark beschäftigt habe mit Finanzen durch den Blog und die Recherche, dachte ich eigentlich, warum ist das eigentlich so schwierig? Und dieser Weg von wie zum warum hat mich eigentlich wieder zur österreichischen Schule geführt. Hat sie denn schon als Jugendliche einen besonderen Bezug zu Finanzen? Ich meine, man muss ja auch erstmal in dieses Thema ja selber reinkommen. Ich meine, ein ETF erklärt sich ja auch nicht von allein. Also mittlerweile schon. Mittlerweile gibt es ja schon eine sehr ausdifferenzierte Landschaft, sei es wirklich Bücher, Blogs, Podcasts, wobei natürlich auch hier die Qualität, sagen wir mal vorsichtig, sehr schwankend ist. Ja. Ja. Und wie bist du über den Beruf ins Thema gekommen oder wann hast du angefangen, dich dafür zu interessieren? Also ich glaube, ich hatte schon wirklich immer ein gutes Gefühl für Zahlen, dann halt auch für, also meine Mutter ist selbstständig, die fand ich immer so ein totales, tolles Vorbild, weil die auch sehr gut umging mit der Buchhaltung. Die hat mir, glaube ich, schon von Kindesbeinen immer erklärt, wie man, was man halt auf die Rechnung aufnehmen kann bei einer Firma und was nicht. Um den Gewinn zu optimieren. Und ich glaube, ich habe das halt schon stark mitbekommen. Und ich weiß nicht, ich war schon mit 7, 8 Jahren immer bei ihr im Büro. Sie war halt irgendwie so die Chefin und sie hat mir halt immer alles erklärt und gezeigt, wie man das so macht. Also ich glaube, das war halt wirklich viel Vorbildfunktion. Also meine Schwester ist zum Beispiel Partner einer Steuerkanzlei. Also sie hat auch ein sehr finanztechnisches Fach und hat da auch sich auf Buchhaltung und Bilanzbuchhaltung spezialisiert. Ich glaube, das liegt dann halt einfach so in der Familie. Ja, und deswegen habe ich mich schon interessiert für Finanzen, aber auf der anderen Seite war auch bei meiner Mutter oder auch bei meiner Schwester halt immer sehr stark Kaufmädchen, Kauf, wenn du mal älter bist, Eigenheim ist das Beste und das Sinnvollste überhaupt und kannst ein bisschen was in Aktien investieren, aber Eigenheim ist das Wichtige. Und
Ja, 2015 versuchte ich dann tatsächlich auch ein Eigenheim in Hamburg zu kaufen und irgendwie dachte ich mir, also die Rechnung geht nicht auf, das ist so wahnsinnig teuer. 2015 war schon ambitioniert in Hamburg, ja. Ja, ja. Und also irgendwie habe ich dann gedacht, ja, das Aktienportfolio lief ja eigentlich ganz gut. Da habe ich 2010 angefangen. 2015 schien mir dann der Immobilienpreis im Vergleich halt sehr, sehr hoch. Und dann habe ich halt Gerd Kommer auch entdeckt, kaufen oder mieten, habe erfahren, dass eigentlich Mieten und ein ETF-Portfolio sinnvoller ist und habe mich dann darauf spezialisiert, auf ETFs und weiterhin Bitcoin totales Spekulationsobjekt gesehen, obwohl ja eigentlich ich ja auch schon die österreichische Schule kannte und den Goldstandard kannte, aber bei mir machte das überhaupt nicht Klick, es war weiterhin nur so ein Spekulationsobjekt. Das kam erst in dem Moment, in dem ich für den Finanzblog einen Artikel schrieb über Bitcoin, ich sehr viele Besucherinnen hatte und mich mehr mit dem Thema wieder beschäftigte und dann dachte ich, okay, Bitcoin, österreichische Schule, also das passte zusammen. Der Goldstandard, da hatte ich immer das Gefühl, das ist jetzt nicht so zukunftsweisend, das hat ja eigentlich nie richtig geklappt, weil es halt immer eine Entität geben muss, die das Gold verwahrt und es gibt dann halt immer das Vertrauensproblem bei Gold und bei Bitcoin habe ich dann das erste Mal vielleicht auch mit dem IT-Hintergrund verstanden, okay, das Oracle-Problem, also dass man jemandem vertrauen muss, das ist komplett weg und man hat eine fixe Geldmenge und das ist wirklich eine Möglichkeit, die österreichische Schule ins Heute zu bringen und habe dann eben ja, Bitcoin gesehen als Möglichkeit, das ganze, die ganze Idee wieder zu aufleben zu lassen. Und das fand ich so faszinierend, weil das ja eine freiere, friedreichere Welt bedeutet. Das, ja. Da, genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber ja. Eine Sache fand ich jetzt interessant. Du hast gesagt, du hast so ab 2010 angefangen, Geld anzulegen und halt, ja, ich vermute mal, recht breit gestreut im Aktienmarkt. Also eigentlich einen fast perfekten Startzeitpunkt ja gewählt, weil da ging es ja erstmal wirklich 10 Jahre lang fast nur aufwärts. Mhm. Inwieweit war das denn für dich dann, ja, wie soll man sagen, problematisch dann vielleicht auch zu erkennen, weil, also ich kenne ja auch viele andere Fälle, die dann wirklich genau im Jahr, im Frühjahr 2020, nach 10 Jahren nur steigender Kurse, ja, dann wirklich Panik geschoben habt, weil sie dann zum ersten Mal erlebt haben, deutlich fallende Kurse und das auch noch historisch an einer Dimension, also vor allem in einer Höhe und Schnelligkeit, wie es sie in den letzten paar hundert Jahren insgesamt nur 3-mal gab, also zumindest über den Zeitraum, wo Daten verfügbar sind, da haben ja schon extrem viele Panik geschoben. Ja. War das für dich, wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Quasi seit du angefangen hast, zum ersten Mal überhaupt so in ein Verlustszenario reinzulaufen? Also ich glaube, über den Zeitraum, also wenn man dann schon mal 10 Jahre investiert, dann kommt man selbst im 2020er Jahr dann nicht richtig in die Verlustzone. Die ersten 1-2 Jahre, 2010, war ich immer bei -10%. Und dann natürlich, man gewöhnt sich dran. Das war dann schon ein Schock, dass man sagt, okay, ich habe halt diese x Euro im Depot und dann wird es halt insgesamt dann schon weniger. Das war schon ein Schock. Aber mir fehlten dann auch die Alternativen. Also einerseits, ich war halt überzeugt davon, ja, dass Aktien das Richtige sind, breit diversifiziert über alle Länder. Also, aber natürlich war dann halt nochmal so ein großes Fragezeichen in einer Immobilie, da kannst du wenigstens drin wohnen, auch wenn die halt nichts mehr wert ist. Und das stimmt schon. Also es, natürlich, ich glaube, als jeder Investor oder jede Investorin, die haben, da gibt es halt immer so Unsicherheitsmomente. Ich hatte aber in dem Moment auch so ein bisschen mehr Cash, habe dann auch später, ich habe mich am tiefsten Punkt, auf keinen Fall, da hätte ich mich nicht getraut. Aber später habe ich dann auch noch nachinvestieren können. Also es ging schon. Aber ja, ich glaube, da stand die ganze Welt still. Also, ja, das war so einer der Momente, so ein bisschen wie die Lehman-Pleite. Das war ja so ähnlich. Ja. Ja. Gut, du bist gestartet, war ein bisschen gestartet eigentlich mit deinem Finanzblog. Mit dem Finanzblog, ja. Selbst bin ich ja Ende 2019, eigentlich so Januar 2020, so richtig gestartet. Du bist ja auch schon fast ein Dinosaurier dann unter den Blogs. Ja. Und ja. Ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, wo du Finanzen ja allgemein
besprochen hast und auch an den Podcasts hast ja gemacht, hast ja eben gesagt, mit einem gemeinsamen Kollegen von uns, der ist ja dann, nachdem er im Prinzip die höchste Auszeichnung für den Finanzblog abgeräumt hat hier in Deutschland, hat er überlegt, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und hat es dann auch gemacht. Ja. Und du hast den Podcast dann alleine weitergeführt, dann war ich auch zu Gast bei dir hier das zum war Thema. Toll. Ja, war super Folge, ja, kann man auf jeden Fall nochmal empfehlen. Und kurz danach hast du ja wirklich radikal umgestellt, auch den Namen thematisch, und hast gesagt, ja, Bitcoin all in, oder? Genau, Bitcoin all in. Ja, also das war tatsächlich im Zuge, also für mich war auch während des Podcasts noch Bitcoin reines Spekulationsobjekt, aber dann kam halt dieser Hype rund um Bitcoin, weil der Kurs sich ja ver-X-facht hat. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben, da kam auch ganz viel Resonanz und Traffic da rein auf meinen Blog. Und in dem Moment habe ich mich halt mehr beschäftigt mit Bitcoin. Was ist Bitcoin? Was ist die Entstehungsgeschichte von Bitcoin, von Anfang der Cypherpunks-Bewegung, von Satoshi Nakamoto, der dann ja so ein anonymer Erfinder ist und dann zurückgetreten ist von seiner Erfindung und dem Ganzen seinen Lauf gelassen hat, ohne das nochmal zu beeinflussen. Ja, von dieser Idee eines unmanipulierbaren Geldes, das eigentlich ja unabhängig ist von einem Staat, hat mich so fasziniert, vor allem, weil ich da auch immer gedacht habe, das ist reine Energieverschwendung und braucht doch niemand, bis hin zu, also das könnte unsere komplette Gesellschaft verändern, voranbringen, Innovation vorantreiben, nachhaltig sein, Umwelt schützen und halt eben das Unternehmerische nochmal steigern. Und all das, also diese komplette 180-Grad-Drehung, die fasziniert, glaube ich, alle, die mal Bitcoin entdeckt haben. Und die können dann nicht mehr zurück. Und ich fand Finanzen, ich bin ja natürlich auch noch immer sehr breit diversifiziert aufgestellt. Also ich bin jetzt nicht auch mit meinem persönlichen Portfolio all in Bitcoin gegangen, sondern sehe das als so eine asymmetrische Wette. Also wenn die aufgeht, dann, ja, dann glaube ich, stehe ich finanziell ganz gut da. Aber vor allem ist es halt etwas, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass es halt die Menschheit voranbringen kann und ein friedliches Zusammenleben schafft. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte mich nur mehr auf Bitcoin spezialisieren, benenne den Blog um, benenne den Podcast auch um. War aber auch so ein bisschen geschuldet, dass ich halt jetzt nur mehr allein diesen Podcast hatte, der vorher ein Familienfinanz-Podcast ist. Und dann war ich dann halt so irgendwie alleine und dachte, okay, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen witzlos. Ich sollte das Thema ändern auch. Gab es denn da so einen speziellen Moment, wo es dann bei dir ausgelöst hat, Mensch, Bitcoin übt schlagartig eine Faszination auf mich aus? Weil es gibt natürlich viele, die in Kontakt kommen, jetzt meine Person eingeschlossen, aber mich hat das Thema tatsächlich nie so ergriffen oder so fasziniert. Also anderen geht es genauso, aber anderen geht es natürlich auch wieder wie dir, die sagen, ich bin mit dem Thema in Berührung gekommen und war dann irgendwie Feuer und Flamme. Ich denke, dass das halt ein bisschen mit dem IT-Background zu tun hat. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen, Luis, du bist ja sehr wirtschaftlich, sehr, sehr interessiert, sehr gebildet und auch geschichtlich. Und ich habe halt eher mehr so diesen IT-Background und darum faszinieren mich eigentlich so, es hat mich so ein bisschen erinnert damals, als ich, ja, weiß nicht, 18 war, 19 war und das Internet entdeckt habe und gedacht habe, da möchte ich jetzt arbeiten fürs Internet. Ja, also war es schon so ein bisschen der technische Aspekt, ja? Oder ja, so diese Innovation, dass etwas mengenmäßig begrenzt sein kann im Internet, dass es wie ein Konsens entsteht, dass halt ein Bitcoin nicht zweimal ausgegeben werden kann. Also diese Innovation, die technische Innovation hat mich auch total mal geflasht, wenn ich mich mal damit beschäftigt habe. Und das Ökonomische, ich glaube, es gibt so ein paar Redner, die halt wirklich richtig gut sind und das Bitcoin-Thema auch nochmal aufgreifen können, was das eigentlich auch für Entwicklungsländer bedeuten kann. Und einer dabei ist zum Beispiel Andreas Antonopoulos. Und der war ein ganz früher Bitcoiner, der die digitale Währung auch verstanden hat. Und wenn man sich da ein paar Reden von dem anhört, also
Ich war so mitgerissen und dachte, okay, das ist es jetzt. Also das ist wirklich jetzt unsere Zukunft und es gibt wirklich Hoffnung. Und das berichten ganz viele, die halt Bitcoin entdeckt haben, dass es ihnen auf einmal Hoffnung gibt. Also klar, jetzt kann man natürlich das Ganze sich auf verschiedenen Ebenen angucken. Du hast ja selber gesagt, als Geldanlageobjekt oder als Vermögenswert hast du natürlich eine asymmetrische Wette, logischerweise, weil mehr als 100% kannst du nicht verlieren. Also es sei denn, du spekulierst auf Kredit, das würde ich eher nicht empfehlen. Ja, aber du hast natürlich nach oben kannst ein Vielfaches an Gewinn machen, logischerweise. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wie Aktien oder andere Vermögenswerte. Klar, dann haben wir die Dimension Länder mit, notorisch zerrütteten Finanzen oder notorisch korrupten, autoritären Regimen. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, ein Medium zu schaffen, wo ich tatsächlich vielleicht was aufbewahren kann, ohne dass die Zimbabwe School of Economics zuschlägt und mich hier komplett enteignet. Oder tatsächlich, wenn ich mal das Land verlasse oder Transaktionen durchführen will, die zumindest jetzt von dem System so nicht nachverfolgt werden können oder nachgehalten werden können, dass ich das dann zum Beispiel auch über die Grenze schaffe. Ja, und klar. Jetzt haben wir natürlich den Punkt, und das ist also das ist tatsächlich so ein Punkt, mit dem ich mich persönlich so schwer tue. Bei Gold beispielsweise haben wir natürlich einen mehrere tausend Jahre währenden Track Record, um das mal so zu formulieren. Mhm. Ja. Das hat natürlich eine historisch, sozioökonomisch völlig, völlig andere Verankerung. Und vor allem, wir haben ja eine direkte Gegenbuchung. Ja, selbst bei einer Anleihe habe ich ja im Prinzip eine direkte Gegenbuchung oder bei einem Kredit, weil ich einen Schulden habe, der mir eben einen Cashflow schuldet. Das heißt also, ich habe irgendwo, und du hast ja gesagt, du kommst ja aus einer Familie, wo Buchhaltung groß gehalten wurde. Wir haben natürlich immer das Konzept seit dem Mittelalter in der Bilanzierung, dass wir irgendwo sagen, wir haben eine doppelte Buchführung und wir haben eine Buchung, Gegenbuchung. Und bei den Kryptovermögenswerten, da fehlt mir irgendwie genau dieser Gegenpart. Ich habe ja letztendlich eine digitale Signatur, die durch ein entsprechendes Verfahren sorgt dafür, dass nicht eine Minderheit die Regeln der Vermehrung und Transaktion dieser Signatur manipulieren kann. Da kommen wir jetzt in die Geldtheorie rein. Und die Geldtheorie ist, glaube ich, eines der komplexesten Aufgabengebiete, die man sich so aussuchen kann als Thema. Aber ich möchte sehr gerne mal auf einen Blog auch verweisen von Nick Szabo, Denumerated. Und der erklärt mal, warum Bitcoin in dem ganzen Umfeld ein sehr, sehr gutes und das optimale Geld ist. Man muss einmal in die Geschichte zurückgehen und herausfinden, warum eigentlich Gold entdeckt worden ist als Geld. Und ganz am Anfang war ja Gold eine Ware, wie jede andere auch, die man halt getauscht hat gegen die Dinge, die man halt wollte. Und mit der Zeit haben Menschen halt entdeckt, dass sie Gold halt, dass es gut aufbewahrbar ist, dass man es gut unterteilen kann und dass es gut austauschbar ist, dass man es transportieren kann über geografische Distanzen, aber auch über die Zeit. Und die Menschen haben angefangen, ganz aus sich selbst heraus, Gold nachzufragen, obwohl sie gerade in dem Moment es auch gar nicht tauschen wollten. Sie haben es halt einfach gehortet, gespart und haben es halt auch ein bisschen als Collectible, als Sammlung gesehen. Und Geld ist gerade diese perfekte Spannung zwischen sehe ich als Sammlung, möchte ich sammeln, aber ist jetzt nicht ein Kunstwerk, das ich überhaupt nicht mehr eintauschen kann gegen irgendwas anderes, das ein einzigartig für sich dasteht. Das wäre ja wieder kein Geld. Sondern das kann ich halt immer gut unterteilen, gegen andere Dinge tauschen und hat halt da einen ganz guten Wert und ich kann es halt aufbewahren. Und warum gerade Gold? Also viele haben halt Gold damals auch entdeckt und haben da immer mehr nachgefragt, sobald es eben als Geld ein gutes Tauschmittel gefunden worden ist. Und jedes andere Gut, das man immer mehr nachfragt, das wird halt einfach stärker produziert. Also
weiß ich jetzt nicht, wenn man zum Beispiel, damals gab es auch Tigerzungen zum Beispiel als Geld. Und das kann man ja zu einer gewissen Weise auch stärker produzieren. Aber bei Gold ist es halt eben so, man hat eine gewisse, also man kann das halt nicht extrem ausweiten. Und deswegen ist es halt so, dass, dass halt sich Gold so etabliert hat. Also Proof of Work, um neues Gold zu schürfen, ist halt sehr, dementsprechend sehr, sehr hoch. Und bei allen anderen Gütern, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, Tigerzungen oder auch Rinder oder dergleichen, ist halt dieser Proof of Work, also das, was man halt braucht, das Geld, das man investieren muss, um mehr davon zu machen, ist halt, das ist halt einfach zu teuer. Und deswegen hat sich auch ganz gut Gold etabliert und darum wird sich wahrscheinlich auch Bitcoin halt sehr, sehr gut etablieren, weil das hat ja auch so eine Proof-of-Work-Funktion und das ist halt eben diese Möglichkeit, dass man Bitcoin nicht unendlich ausweiten kann, sondern dass es halt dementsprechend nur eine gewisse neue Menge an Bitcoin gibt pro Jahr. Man sich jetzt reden auch von Stock-to-Flow-Ratio, also Stock-to-Flow-Ratio ist ziemlich hoch. Also wie beim Gold, ne? Also das ist genau. Ja auch sehr wenig im Verhältnis, also das Gold, was neu gefördert wird, ist ja sehr wenig im Verhältnis zu dem, was schon da ist. Genau, es ist sozusagen so ein perfektes Geld und viele Österreicher denken dann halt auch, also dieser österreichischen Schule, nicht Landsleute von mir. Das muss man dazu sagen, ja. Ja. Viele Österreicher denken halt dann auch, dass es nicht möglich ist, ein Geld zu setzen. Also dass halt in dem Moment, wo Satoshi Nakamoto gekommen ist und gesagt hat, okay, das ist jetzt Geld, dass das gerade nicht Geld sein kann, weil man muss es ja entdecken, die Menschen müssen es entdecken und gerade wenn einer kommt und sagt, das ist Geld, dann wird es nicht Geld. Also wenn man Mises ganz genau so auslegt, dann ist es tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Geld einfach so synthetisch geschaffen werden kann von jemandem, aber es ist nicht unmöglich. Also von dem her, ja. Ja gut, ich kann es natürlich synthetisch schaffen und dann mit Waffengewalt die Leute zwingen, das Steuern zu bezahlen und das genau in dieser Nominale, die ich eben herausgebe. Und so funktioniert das ja mit allen Fiat-Währungen. Ja, dabei ist es halt dann aber nur mehr ein Zeichengeld. Also so ein Geld, das man halt sagt, festsetzt und sagt, okay, das ist so und so viel X Euro wert. Und da sagt ja die österreichische Schule, das kann nicht lange so bestehen. Also das Zeichengeld, da wird man dann halt gerade noch bezahlt, da bekommt man das Gehalt, versucht es möglichst schnell gegen irgendwas anderes zu tauschen, was halt wirklich wertvoller ist und bezahlt dann am Ende des Jahres die Steuern, aber für was anderes nutzt man es nicht. Und der Euro oder anderes Fiat-Geld tendiert ja immer mehr zu so einem Zeichengeld zu werden. Und bei Bitcoin ist es halt eben kein Zeichengeld, sondern so ein synthetisches Sachgeld. Also, aber ein Sachgeld ist doch eigentlich nicht, weil ich habe ja keine Sache dahinter. Und das war mein ursprünglicher Punkt. Also was mir tatsächlich fehlt, also wahrscheinlich ist das Konzept deswegen auch zu abstrakt für mich, oder ein Punkt, weswegen ich einen schlechten Zugang dazu habe zum Thema, weil mir eben ja der Gegenwert, die Gegenbuchung fehlt. Also, also das ist ja letztendlich, man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist irgendwie eine komplett neue Größe. Das ist ja weder... Wir sind ja weder im Schuldrecht noch im Sachenrecht, also jetzt juristisch gesprochen, sondern wir haben ja eine Informationseinheit. Das ist ja im Prinzip was völlig anderes. Ja, weder eine Schuld noch eine Sache. Könnte man natürlich so argumentieren, aber mir fällt es dann schwer, mich dann reinzuversetzen, weil ich natürlich, weiß ich nicht, bei einer Aktie steht dahinter eben eine Firma, die irgendwas herstellt, Menschen, die irgendwas machen. Ja, bei einer Anleihe letztendlich auch steht irgendwo ein Schuldner dahinter, der irgendwas leisten muss, damit er mich bezahlen kann. Mhm. Ja, bei einem Rohstoff steht dahinter tatsächlich eine Sache, die ich greifen kann und mit der ich dann im Zweifel auch irgendwas machen kann. Klar, über den Nutzwert kann man sich streiten oder bei einer Immobilie beispielsweise steht eben auch ein Gebäude, was entweder ein Cashflow produziert, wenn ich einen Mieter drin habe oder was ich eben selber, was einen Nutzwert hat, wenn ich es selber bewohne. Aber das alles habe ich ja gar nicht bei so einer digitalen Signatur. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das sagen aber auch ganz viele über Gold, dass da nichts dahinter ist, weil der industrielle Nutzen, der ist ja relativ gering. Das sind wahrscheinlich alles Leute, die nicht geheiratet haben oder es nicht beabsichtigen. Genau, der ist natürlich dann sehr, sehr wertvoll, wenn man den individuellen Wert. Ja, ich würde so einen indischen Bräutigam einfach mal fragen. Der Ja, also Gold wirft ja auch keine Zinsen ab. Und wenn man sich jetzt ganz streng an Gerd Kommer hält, der ist ja auch da kein Gold-Fan. Also
wenn man im Finanzbereich bleibt, weil das halt auch keine Miete abwirft, weil das halt keine Dividende abwirft. Also was ist denn dann Gold? Also es Ja, ist gut, da halt kann ich ja sogar glänzendes sagen, das ist Metall. die, das ist, ja, aber das ist ja wiederum die Stärke, weil es eben eine Sache ist, die kein, wo ich kein Counterpart-Risiko habe. Das ist ja Ja. das, ne? Also das ist ja aus, in dem Sinne ausfallsicher. Und natürlich ist es ein Gegenstand. Jetzt kann man natürlich, klar, verschiedene Funktionen, die es hat, aber sicherlich durch den monetären Charakter, den es ja nach wie vor hat. Sonst würden es ja nicht die Zentralbanken rund um die Welt ja lagern. Und letztendlich ist es ja nach wie vor der, also selbst bei den Fiat-Währungen ist ja der monetäre, wie soll man sagen, Anker ist ja immer noch ein goldenes Fundament, zumindest bei vielen Währungen. Und von da habe ich natürlich einen monetären Wert. Und ja, den kann man natürlich auch auf internationaler Ebene immer noch dadurch definieren, dass ich dadurch immer am Ende meine Zahlungsfähigkeit herstellen kann. Ich meine, das war ja auch der Grund für Goldverbote bei großen Kriegen, damit die entsprechenden Regierungen in der Lage waren, hier insbesondere Rüstungsgüter oder Nahrungsmittel oder Rohstoffe importieren zu können, weil das wurde ja nur noch gegen Gold geliefert und nicht mehr gegen irgendwelche Papierwährungen, die dann beliebig manipulierbar waren. Ja, du sprichst von monetären Wert bei Gold. Mises hat ja auch den Ausdruck geprägt von geldig. Also der sagt ja auch gar nicht, dass etwas ein Hauptwort Geld ist, sondern dass bestimmte Dinge geldig werden können. Und bei Gold ist es halt eben so, dass es stark geldig halt wirkt. Also dass man es austauschen kann, dass es halt über die Zeit haltbar ist. Auch Immobilien können geldig werden oder sind jetzt auch geldig geworden. Man nutzt es halt als Sparbuch. Und das hat halt viele verschiedene Auswirkungen mit der Immobilienpreisblase, die mich dann auch in weiterer Folge zum Finanzthema gebracht hat. Und dass sich halt viele Familien einfach keine Immobilien mehr leisten können. Also man spricht ja eben von geldig. Und Gold ist geldig und Bitcoin ist mittlerweile auch geldig, weil es eben genutzt wird, um über die Grenze zu kommen, zum Beispiel Kapitalverbote da auch zu umgehen. Und deswegen hat es halt eben geldigen Charakter und geldig ist halt auch immer so ein Netzwerkeffekt. Also, dass man halt je mehr Leute das entdecken, das hast du jetzt auch eben gesagt, je absatzfähiger, je marktgängiger das ist, umso geldiger wird es halt auch mit der Zeit. Und Bitcoin, ja, keine Frage, muss das halt auch noch beweisen, in der Krise geldig zu werden, also dass nicht alle Bitcoin abstoßen und verflüssig machen, sondern dass man das halt wirklich als Tauschmittel einsetzt. Also, wir sind ja noch am Anfang und es gibt ja natürlich viele Bereiche an Bitcoin, die halt. Ja, Aber wo halt noch ein Fragezeichen ist. kommen wir zu einem anderen Punkt. Kritiker könnten natürlich vorwerfen, und das gilt tatsächlich beim Gold oder bei Edelmetallen genauso oder bei anderen Vermögenswerten, naja, die Volatilität von Bitcoin, die ist natürlich und anderen Kryptowährungen, die ist ja ganz, ganz enorm. Und vor dem Hintergrund ist ja die Geldigkeit zweifelhaft, weil ein Transaktionsmittel, was derart hohe Schwankungen hat, kann ich ja gar nicht effizient einsetzen. Ja, ich denke, das ist halt eine Frage der Geduld. Es ist, Also meinst du, es gibt sich über die Zeit, dass die ja, Volatilität tatsächlich abnimmt? wir sind ja total am Anfang. Also die Adoption von Bitcoin, die hat ja erst 2009 richtig gestartet. Da gab es die erste Bitcoin-Transaktion. Ich denke, wir müssen Das einfach war die Geduld berühmte haben. Pizza, ne? Ja, zwei Pizzen, Zwei darauf sogar, besteht ja. derjenige, der das gekauft Ja, hat, okay. der, glaube ich, 50.000 Bitcoin gekauft hat, der sagt immer, ich habe zwei Pizzen drum gehabt, nicht eine. Also, ob es das besser macht, ne? Aber ich glaube ja. Also, wir stehen halt da auch am Anfang. Und ich glaube, da muss man einfach Geduld haben. Immer mehr Leute werden das halt auch entdecken. Und keine Frage, Bitcoin ist sicher auch noch für viele ein Spekulationsobjekt. Aber die Leute, die Bitcoin halt, die an Bitcoin, was in Bitcoin was anderes sehen, die Bitcoin auch nutzen, weil sie ja über die Grenze hinweg bezahlen wollen oder Remittances halt an ihre Familie senden wollen. Also wenn sie zum Beispiel in den USA wohnen, nach El Salvador halt teilweise ihr Gehalt überweisen wollen. Also die Leute, die es wirklich ad hoc nutzen, meistens Menschen von Entwicklungsländern und die Leute, die die Idee erkannt haben, meistens hier in industrialisierten Ländern, aber Bitcoin nicht ad hoc brauchen, werden halt immer mehr, die Adoptionsrate steigt und dadurch wird die Volatilität auch geringer. Das ist eine Frage der Zeit. Ja. Also was ich natürlich zugestehen muss, und das habe ich ja persönlich auch erlebt, durchaus auch auf Messen. Ich habe mich ja da ja auch mit
wie soll ich, mit den Bitcoin-Jüngern hier auch mal unterhalten und ich fand das extrem faszinierend. Das hat mich irgendwie erinnert auch so ein bisschen so an einen Ärztekongress, weil die wirklich so eine ganz eigene Sprache haben und eine ganz eigene Art, sich zu unterhalten. Das war wirklich schwer, da auch reinzukommen. Also ohne Wörterbuch, aber das lernt man natürlich dann mit der Zeit. Und man muss natürlich schon sagen, dass es da wirklich eine Basis gibt von absolut überzeugten Bitcoinern und Kryptovermögensfans, wo ich tatsächlich persönlich feste Überzeugung bin, es gibt, also auf der Basis gibt es dann auch einen Boden des Kurses. Ja. Also ich glaube, unter einem bestimmten Kurs wird der Bitcoin oder andere, ja, große, können wir gleich nochmal sprechen, große Kryptovermögenswerte werden nicht mehr fallen, weil einfach die Fanbasis wirklich überzeugter Leute zu groß ist und die werden dann ab einem bestimmten Punkt alles aufkaufen, weil sie sagen, das ist dann eher eine Gelegenheit. Ja. Zum einen und zum Zweiten, was mir auch fasziniert hat, dieses Denken in Lösungen. Ich meine, ein Kritikpunkt war ja beispielsweise immer beim Bitcoin, naja, so eine Transaktion braucht ja lange, bis so ein Block geschrieben ist und dann, wir haben jetzt über die Technik haben wir jetzt gar nicht geredet, ist jetzt auch nicht unser Fokus, aber dauert ja dann irgendwie 10 Minuten und das ist ja gar nicht so schnell. Und dass man da jetzt im Prinzip dann Layer reingezogen hat, technisch, über den ich jetzt tatsächlich innerhalb einer Sekunde bezahlen kann. Ja. Und natürlich, wie soll ich sagen, die verschiedenen Möglichkeiten ausdifferenzierter Sicherheit. Ja, von der Online-Wallet. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt darf, als überzeugter Bitcoiner so eine Online-Wallet noch haben. Das ist wahrscheinlich verpönt. Ist schwierig. Schwieriges Thema. Ja, aber auch eben hin bis zu den Sticks, wo ich dann den entsprechenden Codes oder den Private Key verwahren kann und dann aber noch mit Sicherheitsmechanismen, dass ich mir das irgendwie in Metall stanze, die entsprechenden Passwörter, damit ich es auch wieder herstellen kann, wenn dieser Stick irgendwie kaputt gehen sollte. Also das finde ich ja schon ein sehr faszinierendes Universum. Einmal natürlich tatsächlich verbal und ideell und auf der anderen Seite aber auch technisch. Das muss ich natürlich schon sagen. Von daher, ich kann es natürlich verstehen auch, dass sich das dann ein Stück weit angefixt hat, das ganze Thema. Und ich bin da auch überzeugt, dass über die Zeit viele Lösungen zu vielen Sachen kommen werden. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall noch fragen, nämlich du redest ja immer die ganze Zeit von Bitcoin und nun weiß ich ja aus dieser entsprechenden Gemeinschaft, gibt ja so zwei Parteien, die einen sagen, ja, Kryptovermögenswerte und die anderen sagen, es gibt eigentlich nur Bitcoin und Shitcoin. Ja? Also bei welcher Fraktion bist du denn da aufgehangen? Ja, natürlich Bitcoin und Shitcoin. Natürlich. Wo denn sonst? Ja. Warum? Was ist denn eigentlich so schlecht an allen anderen? Also ich meine, das wäre tatsächlich auch historisch eine Ausnahme, dass ich eine Innovation habe und der Innovationsbringer dann auch dauerhaft vorne an der Spitze bleibt und nicht irgendwelche Kopierer, die es nachgemacht haben und im Zweifel dann besser nachgemacht haben. Das haben wir eigentlich in allen Industrien, dass irgendwelche Firmen angefangen haben mit irgendetwas, dass diese Firmen aber nicht die waren, die dann 50 Jahre später den Weltmarkt beherrscht haben. Ja, das Ding ist, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt von so Innovationen und so Fintech und Startups, die du jetzt beschrieben hast, und halt einem Geld. Also der Anspruch eines Geldes ist natürlich, dass es auch einen Währungswettbewerb gibt, dass man halt guckt, okay, was ist das sinnvollste Geld für meine Ziele, die ich erreichen möchte. Aber am Ende des Tages gibt es ja eine Weltwährung. So, das war zumindest bei Gold so. Das wurde allgemein akzeptiert, Gold und Silber. Und das hat halt einen bestimmten Netzwerkeffekt, weil es halt besonders marktgängig ist, weil besonders viele Leute sagen, okay, das akzeptiere ich, das ist auch haltbar, das kann man gut messen und abwiegen. Halbwegs gut, Bitcoin kann man besser kontrollieren, wie viel Bitcoin es tatsächlich gibt, aber bei Gold ist es halt auch nicht, was halt auch ganz gut, besser als Rinder damals, wie man sagt, ja, wenn es ein bisschen älter war, das Rind, oder es hat eine Krankheit, sieht man das dem nicht an, wenn man das Geld nicht nutzt, sondern halt, hat sich Gold besser geeignet, weil man es halt einfach nachprüfen kann, ob das wirklich da ist. Also es hat einen gewissen Netzwerkeffekt und dieser Netzwerkeffekt, der spricht halt für eine Währung, die halt die bekannteste ist. Und in dem Fall ist es halt, im Kryptowährungsbereich ist es halt Bitcoin. Und diese Blockchain eignet sich daher sehr gut als Geld. Ethereum auf der anderen Seite ist ja nie wirklich angetreten als Geldersatz, sondern halt als Möglichkeit, als so ein Rohstoff für Fintechs, die oder
generell, ja, Fintechs kann man eigentlich sagen, Fintechs, die halt ihre Apps, die DApps, Decentralized Apps auf der Ethereum-Blockchain aufbauen. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung, kann man ja auch so machen. Ich bin jetzt auch nicht total dagegen oder so. Das ist ja, das kann man ja wirklich als Versuch starten, schauen, ob das angenommen wird von den Leuten, schauen mal, wie dezentral das Ganze sein kann. Es gibt auch viele Entwickler, die das nutzen und wo das auch bestimmt Sinn macht. Ich sehe aber Ethereum oder halt eben auch die anderen Blockchains halt eher so ein bisschen als ein Start-up und daran kann man investieren und das kann auch was werden und muss man aber auch sagen, dass extrem hoch bewertet ist im Vergleich zu anderen Startups, die es da vielleicht nicht auf die Ethereum-Blockchain schaffen. Andererseits, Bitcoin wäre extrem niedrig bewertet, wenn das halt wirklich das globale Geld wäre. Ja, aber für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass es tatsächlich ein globales Geld wird, was Regierungen einfach so nonchalant nebenbei laufen lassen? Ja, das ist halt eine Gretchenfrage sozusagen. Oh ja. Technisch, also wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass Bitcoin auf Null fallen wird. Also das schließe ich aus, weil es so viele begeisterte Bitcoiner gibt, die nicht verkaufen würden. Technisch denke ich auch, dass es in 300 Jahren existieren kann, weil es halt nicht viel braucht, um die Bitcoin-Blockchain zu aufrechtzuerhalten. Man kann es auch nicht verbieten. Genauso Gold war ja auch, wir wissen ja seit John Law, dass es da immer irgendwelche Möglichkeiten gab, den Goldverbot auszuweichen. Also Bitcoin geht es noch schneller und noch besser, Verbote auszuweichen. Ich kann keine Prognose abgeben, wo Bitcoin stehen wird in 5 Jahren, in 30 Jahren, in 300 Jahren. Aber wie gesagt, das ist halt eine asymmetrische Wette. Also ich hoffe darauf, nicht nur wegen meinem Geldbörsel, wie man in Österreich sagt, sondern halt für die ganze Welt, dass es so wird. Aber garantieren kann man es nicht. Ne? Das ist ein Netzwerkeffekt. Das hängt ab auch von den Menschen, wie sehr sie die Idee dann auch nutzen. Ja, natürlich. Also wir reden hier natürlich wie bei allen sozialen Systemen von einem komplexen, rückbezüglichen System. Das entzieht sich jeder Vorhersage. Ich glaube, das ist auch österreichischer Konsens. Also bezogen auf die Schule, nicht deine Landsleute. Genau. Ja. Wenn du tatsächlich so über Bitcoin im Schwerpunkt bloggst und podcastest, gehen dir da nicht irgendwann die Themen aus? Das hatte ich ja schon mal gefragt, weil das ja doch sehr, sehr, sehr spitz fokussiert ist. Ja, das scheint so zu sein, aber tatsächlich ist Bitcoin, so wie die österreichische Schule, interdisziplinär. Es streift so viele Themen. Es streift die Gesellschaft, es streift die Technik, Innovationen, sogar KI, also Artificial Intelligence. Es geht rein in die Geschichte. Angefangen auch von der Ökonomie, was bedeutet Bitcoin von der Geldtheorie, warum finanzielle Unabhängigkeit, auch technisch, wie setzt man das um, wie verwahrt man das, wie kann man das auch weiter vererben. Ja, also das Thema ist unendlich. Ich glaube, damals habe ich auch schon geantwortet, dass ich da jetzt noch 50 Jahre, wenn mir da irgendwer zuhören würde, 50 Jahre lang jede Woche einen Podcast machen könnte, weil es so viele Anknüpfungspunkte gibt. Geopolitisch gibt es ganz, ganz viel Anknüpfungspunkte. Es ist ja eigentlich auch schon so beim Gold. Also da kann man ja auch von Hunderte ins Tausende kommen, obwohl man eigentlich denkt, das ist nur so ein funkelndes Metall. Ne? Das stimmt. Das kann man sehr, sehr ins Detail gehen. Das ist, glaube ich, auch das Faszinierende, dass man im Prinzip ein Element hier eigentlich hat. Noch mehr Basis geht ja kaum, aber das trotzdem so ein Universum entfaltet. Im Total. Alltag auch. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur jedem empfehlen, mal auch so zu einem Bitcoin-Meetup zu gehen oder auch zu einem Event zu gehen rund um Bitcoin. Also da gibt es ganz verschiedene Speaker von verschiedensten Bereichen, auch ganz viel über Energie und Energiewirtschaft und wie kann man Bitcoin nutzen, zum Beispiel als Energiespeicher oder auch als Energie, um das Haus zu erwärmen. Also es gibt so viele kreative Ideen, wie man mit... Ja, das könnte jetzt wieder attraktiv werden in Deutschland. Ja. Heizung mit Bitcoin. Ja. Es ist auch mit Heizungsgesetz konform. Ja, also, ist super. Ne? Also vor exakt 100 Jahren hat man mit Reichsmark geheizt und jetzt mit Bitcoin. Kommt alles wieder. Eva, natürlich, wer sich erstmal informieren möchte, geht natürlich bei dir auf den Blog, auf den Podcast. Du bist erreichbar unter 1 Million Satoshi, nicht Satoshis.
de oder com? Genau. .de. Eine-Million-Satoshi.de. Mhm. Richtig, da kann man sehr, sehr viel lesen, also auch sehr viele interessante Beiträge, die ja jetzt nicht nur im Kern Bitcoin betreffen, sondern Finanzen auch drumherum. Also da gibt es immer noch genug. Ja, unsere alte Podcast-Folge gibt es auch noch. Aber ich denke, genau, über Real Estate Investment Trust. Und ansonsten findet man natürlich sehr, sehr viel Material zum Thema Kryptowährung im Allgemeinen, Bitcoin im Speziellen. Also super Anlaufstelle. Und wie gesagt, auch viel zum Hören, ja, für die toten Zeiten, Autofahren oder Rasenmähen oder Kochen. Ja, nutze ich das ja auch immer ganz gerne. Und ansonsten, wenn ich es mal ausprobieren möchte, das spricht aber auch nichts gegen, bei einer großen etablierten Börse mal ein Konto aufzumachen und sich ein bisschen was dazu überweisen, ein bisschen was kaufen, ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Weil braucht man ja dann eh, wenn man das dann später auf den Stick zieht, muss ich es ja eh von irgendwo her überweisen, oder? Kann man auch machen, oder? Ja, also starten auf jeden Fall auf diese 1 Million Satoshi, einfach mal starten, einfach mal schauen, wie das funktioniert mit dem Kauf, dann hat man ein gutes Gefühl dafür. Und wenn man dann halt wirklich einen größeren Prozentsatz von seinem Portfolio auch in Bitcoin investieren will, dann lohnt sich so ein Hardware-Wallet auf jeden Fall. Ja. Kann man auch bei dir, glaube ich, über deine Seite mit Rabatt beziehen. So teuer sind die auch nicht, ich glaube so um die 100 Euro und dann die besten, ist man da auf jeden Fall komplett aus dem System raus. So, ja. Eva, jetzt habe ich noch eine Frage auf jeden Fall noch, die drängt sich ja förmlich auf. Und zwar letztes Jahr auf der Invest hat der Richard Dittrich hier von der Börse Stuttgart eine Podiumsdiskussion organisiert. Und zwar Bitcoin versus Gold. Und als Goldvertreter war ich auf der Bühne und als Bitcoin-Vertreter der Roman. Jetzt fällt mir der Nachname gar nicht ein. Hey, ja. Ja, genau, richtig. War eine super Diskussion, sehr zivilisiert. Natürlich hat jeder für seine in Anführungsstrichen Vermögensklasse gefochten. Und am Ende ist natürlich rausgekommen, ja, geht natürlich auch beides. Und was ich aber interessant fand, ich habe dann ins Publikum eine Frage gestellt zum Abschluss und die möchte ich jetzt auch an dich weiterleiten. Nehmen wir an, eine gute Fee würde dir jetzt 1 Million Euro, also Fiat-Euro geben, allerdings mit der Auflage, du musst die anlegen und zwar entweder 100% Bitcoin oder 100% Gold und das wird dann weggeschlossen und in 100 Jahren können es dann Nachfahren von dir oder also deine Enkel können es dann in 100 Jahren haben. Für welche Anlageklasse würdest du dich entscheiden? Ich würde mich für Bitcoin entscheiden. Das hat witzigerweise die Mehrzahl des Publikums auch gemacht. Und das fand ich wirklich verwunderlich aufgrund des Track-Records, weil ich einfach dann aus einer wirtschaftstheoretischen oder ja, statistischen Überlegung heraus natürlich zu Gold tendieren würde, weil ich mir doch deutlich sicherer wäre, dass das Gold in 100 Jahren einen Wert hat. Bei Bitcoin wüsste ich es tatsächlich gar nicht. Aber ich höre gerne deine Argumentation nochmal. Ja, ich denke, also Gold hat halt so ein paar Probleme. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man, ich besitze auch Gold und ich verwahre das und ich finde jetzt auch nicht, dass man überhaupt kein Gold zur Absicherung braucht. Ich finde das auch interessant, aber Gold hat so ein paar Probleme. Man muss ja mal schauen, ob man dann wirklich nach Paris fliegen kann mit 20 Krugerrandmünzen oder ob man da nicht aufgehalten wird beim Scan. Also es gibt halt so ein paar Probleme und nebenbei natürlich auch dieses Oracle-Problem, wenn man halt das auch verwahren möchte, nicht zu Hause verwahren möchte, weil es ja immer mehr Metalldetektoren gibt und so. Man muss sich halt schon wirklich viel Gedanken machen, wie man das am besten auch sicher verwahrt, versteckt. Und da ist halt Bitcoin die Möglichkeit, dass im digitalen Zeitalter besser über die Grenze zu bekommen, internationaler zu sein. Und ich denke halt, unser Leben in den nächsten Jahrzehnten wird immer internationaler, immer digitaler. Und von dem her kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie Gold noch einen größeren Platz einnehmen kann, als es jetzt hat. Dann, vielen Dank für die Antwort und vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, habe ich auch nochmal ein paar neue Facetten kennengelernt. Und wer, wie gesagt, das ganze Thema vertiefen möchte, auf 1 Million Satoshi.de alles weitere nachzulesen. Und ich habe parallel mal
unverschämterweise, ich hoffe, das ist in Ordnung, recherchiert. Es gibt in Innsbruck tatsächlich einen Böhm-Barwerk-Platz. Also, zumindest, da hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. Und zumindest in der Stadt mit dem goldenen Dachal ist da wenigstens auch ein Vertreter der österreichischen Schule namentlich mit einem eigenen Platz geehrt. Ja, ansonsten auch, kann man auch mal gerne hinfahren nach Innsbruck. Kann man auch schön wandern. Und tolle Stadt. Hübsche Städtchen. Ja, auf jeden Fall. Eva, in dem Sinne nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und dir, deiner Familie und deinen Projekten weiter alles Gute. Wir sehen uns bestimmt noch einmal. Luis, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.